Und es ist wieder ein wunderbarer Fußballsonntag hier im Pettenwälder Stadion. Die Zuschauerzahlen benähern sich 5 an und es ist wirklich unglaublich, was hier heute wieder abgeht. SV Pettenwil gegen den SV Kornwestern. Das gibt eine klasse Partie und da fangen sie auch schon an. SV Pettenwil gleich mit dem ersten Angriff. Oh, das ging aber daneben. Hinten sehen wir den Schiedsrichter, leicht zu erkennen, seiner SV Pettenwil-Jacke. Das ist der Unparteiische, heute sehr unparteiisch. Und Leonid heute wieder mehr am Stehen wie am Gehen. Pettenwil hat Ballverlust vorne und der SV Kornwestern müssen sich gleich diese Chance, geht nach vorne und abgeblockt vom Pettenwil-Spieler. Aber da geht nach vorne auch nicht mehr viel. Ja, das sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus für die Pettenwiller Fans. Heute hier angereist, bestimmt 5 oder 6 Stück. Und da sehen wir Robin, der heute draußen. Ja, über 2,5 Promille wird eben nicht mehr gespielt hier. Und kommen wir dann weiter nach vorne. Doch der SV Pettenwil weiter nach vorne aktiv. Und da sehen wir schon den nächsten Angriff. Lange nach vorne. Und ein wunderbares Abstaubertor vom neuen Spieler beim SVP. Und kommen wir damit natürlich viel aktiver beim 0:1 Rückstand. Sie können hier nicht verlieren heute. Das wäre eine große Blamage gegen den SVP. Der letzten Saison ja kaum gewonnen hat. Und wenn sie jetzt hier verlieren würden, das wäre natürlich sehr hart, sehr bitter für sie. Und er geht da durch. Jetzt der Pass zur Seite. Und er geht durch. Oh, der ist natürlich viel zu schwach hier für den Torwart. Wenn er mit Leichtigkeit hält. Nächste Aktion. Der anderen Seite des Spielfelds. Kommen wir stand im Angriff. Flanke nach innen. Und nach hinten gespielt. Jetzt kommt der Schuss, aber gehalten. Sehr gut gehalten von Ibo heute. Der heute ein gutes Spiel macht, ein ordentliches Spiel. Und da geht es auch schon weiter. Aber der Ball schon wieder. Bei den Kornwestheimern, da gehen sie nach vorne, da gehen sie durch. Und der Schuss, aber auch hier sehr gut gehalten, obwohl dieser nicht schwer war. Ball nach vorne geschlagen. Hätten wir den Ballbesitz. Aber diese Aktion totgelaufen vom Kornwestheimer Verteidiger. Da bleibt nichts anderes übrig, als den Ball ins Auszuschießen, in das Tornetz. Abschlag für Kornwestern. Und der Ball schon wieder vorne, der Ball schon wieder am Konter. Aber Kornwestern bringt ihn wieder in den Ball. Da Robin immer noch beim Warmlaufen. Jetzt fängt er an, den Trainer zuzulallen. Ob ihm das was hilft, werden wir nachher sehen. Vielleicht wird er sogar noch eingewechselt. Jetzt hier hartes Foul an Leonid. Hakdan guckt natürlich gleich. Und natürlich der Vollparteiische pfeift sofort für Pettenwil. Hat ja auch heute die richtige Jacke an. Für Pettenwil zu pfeifen und der Freistoß vom Dominik. Und es geht weiter. Kommen wir stehen wieder in der Offensive. Es ist jetzt fast nichts mehr gefallen. Keine Chance für Leonid, diesen Ball zu packen, aber Dominik schafft es. Und er geht durch. Rübergespielt auf die andere Seite. Jetzt kommt der Pass nach vorne und der ist drin. Nein, natürlich so. Oder doch nicht? Ach, nein. Verdammt. Du gehst für den SVP. Jetzt kommt Robin ins Spiel. Trainer signaliert schon, jetzt wird eingewechselt. So, das war's für den Neuen. Robin kommt ins Spiel. Der wurde am Spielfeldrand wieder ausgenüchtert, deswegen darf er jetzt in die Partie kommen. So ein kurzer Spaß. Ja, das war ein kurzer Spaß heute. Wieder eingewechselt werden. Aber vielleicht wird er ja nochmal eingewechselt. Jetzt wieder SV Kornwestern. In der Offensive. Noch kein Pettenwil dagegen halten. Doch der geht durch. Und er schießt. Flanke nach innen. Und abgeblockt. Von Davide. Davide macht heute ein sehr gutes Spiel. Gut gelaufen auf der Linie.
Ja, da war auch wieder zu schwach der Angriff. Van Westheim steht hinten einfach zu gut, dass das Pettenwil da nochmal durchkommen könnte. Und der Konter von Westheim. Das könnte böse enden und das tut es auch. What the fuck is this? Und da ist er drin. Da ist das 1:1, der Ausgleich. Wer hat es nicht vorausgesehen? Pettenwil wieder einen Vorsprung verbockt und das war ja irgendwo auch klar. Wir befinden uns jetzt hier mittlerweile in der zweiten Hälfte. 11 Meter für Kommerstein, noch einen bösen Ball von einem Pettenwilder Spieler. Jetzt wird es spannend. Will er den Ball halten? Sieht entschlossen aus. Und anschießt und er hält den Ball sensationell gehalten von Ibo. Und jetzt geht weiter. Weiter Ball nach vorne. Zu Konvestheim und da kommt der Pettenwilder den Ball hart gefault vom Konvestheimer. Aber es gibt keinen Freistoß. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Können ja auch selbst was erkennen. Ja, ist nicht sicher, ob das wirklich Ball war. Konvestheim auf jeden Fall jetzt wieder Vorwärtsbewegung und da ist das 3:1. Das 2:1 haben wir leider verpasst. Und das 4:1. Wer hat es nicht kommen sehen? Ein sehr schweres Spiel für den SVP. Hätten wir wieder in der Vorwärtsbewegung. Murat geht durch. Murat muss schießen. Schießt aber daneben. Gehalten vom gegnerischen Torwart. Abschlag vom Kammerstammer Torwart weit nach vorne. Direkt zum Pettenwilder Spieler. Und Ecke für Pettenwil. Ausgeführt von Matze Putze. Reingeflankt in die Mitte. Kopfball und gehalten vom Kammerstammer Torwart. Wer ist da mit Ballbesitz? Abschlag weiter, Abschlag nach vorne. Auch zum Konvestheimer Spieler. Der hier wohl leicht die Orientierung verloren hat, aber hat erklärt. Hat er auch heute wieder der etlichste Spieler auf dem Platz, aber das hilft ja auch nichts. 5:1 für Konvestheim. Kann gut sein. Aber es ist ja noch nicht alles verloren. Bei 5:1 kann man gut noch aufholen. Allerdings nicht, wenn man der SV Petten ist. Schuss und abgeblockt vom Kommerstammer Torwart. Und Kommerstamm wieder nach vorne. Gestört von Otte. Otte am Boden. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sie haben Otte gefoult. Man darf Otte nicht foulen. Er ist etlich. Das kann nicht sein. Der Trainer entsetzt. Otte am Boden. Aber Otte steht wieder. Es geht Otte wieder gut. Ja, es ist wirklich traurig. Wir kassieren schon wieder. Endstand 8:1. Aber das, was wir nun sehen, ist noch viel trauriger. Dieser Mann muss alleine jubeln. Keiner geht zu ihm hin, um mit ihm zu jubeln. Das war's. Endstand 8:1. Ein paar Tore haben wir leider verpasst. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Traurige, hängende Köpfe. Auch in der Fankurve sieht es nicht viel besser aus. Auch hier die 5 angereisten oder mittlerweile 20 angereisten Fans. Enttäuscht, hängende Köpfe hier. Enttäuschung in der Fankurve. Ja, wie schon gesagt. Nun ein paar Stimmen zum Spiel. Also ich habe eigentlich gut geklärt hier auf der Linie noch. Ja, also das war eigentlich so deine beste Aktion, die ist ein bisschen hervorgestochen. Das ist einfach erstmal Petten. Ist das die Enttäuschung eigentlich dann größer, oder? Nee, das bin ich schon gewohnt. Gell? Ort ist seinen Knoten aufbekommen. Gott hat dir die Kraft David hat auch das Knoten aufbekommen. Wie fühlt man sich nach so einem Moment? Ein Stück weit göttlich. Göttlich. Göttlich oder örtlich? Örtlich. Otte selber hat leider nach dem Spiel keinen Kommentar mehr abgegeben, aber jetzt haben wir ihn live am Mikrofon. Otte, bitte. Also ich bin ganz zufrieden mit dem Spiel eigentlich. In der ersten Halbzeit waren wir mindestens genauso stark wie Konvestheim. In der zweiten Halbzeit ist uns leider die Puste ausgegangen und auch die Konzentration. Und deswegen hat Konvestheim dann auch sehr verdient gewonnen. Jedoch spielt Konvestheim auch zwei Klassen höher als wir. Deswegen finde ich, dass wir uns hier sehr gut verkauft haben. Dankeschön. Danke, Otte, für diesen Kommentar. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Otte, gibt's noch was? Nein. Nein.